Influencer raus aus den Stadien. Zur EM kocht das Thema so hoch auf wie nie zuvor. Machen Influencer wirklich den Sport kaputt? Ist ein allgemeines Stadionverbot sinnvoll? Und welche Lösungen gibt es für dieses Problem? Genau das schauen wir uns heute. Buh, Influencer raus aus dem Stadion. Buh, Influencer raus aus dem Stadion. Buh. Peace Mates, was geht? Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch mal über ein sehr kontroverses und aktuelles Thema sprechen. Influencer in Stadien. In letzter Zeit gab es immer mehr Diskussionen, ob Influencer bei Sportveranstaltungen überhaupt erwünscht sind. Kritiker bemängeln nämlich, dass sie die Stimmung im Stadion kaputt machen, Tickets wegnehmen für Fans, die sie wirklich möchten und sowieso nur am Kommerz interessiert sind. Aber stimmt das wirklich? Was sind eigentlich die Vorteile und auch die Nachteile von Influencern in Stadien? Und was kann man tun, um eine Lösung zu finden, die beide Seiten einstimmig zufriedenstellt? Genau das werden wir uns heute mal anschauen. Also schnappt euch Snacks, Popcorn und natürlich wie immer, eure Meinung ist herzlichst erwünscht in den Kommentaren. Bevor wir reinstarten, würde ich mich mega freuen, wenn ihr das Video supportet mit einem Däumchen nach oben. Mir steckt schon ein bisschen mehr Arbeit drin, deswegen wäre das mega Support für mich. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr auch diesen Kanal gerne abonnieren. Legen wir direkt mal los. Argumente gegen Influencer in Stadien. Ein ganz großer Punkt ist natürlich die Verknappung von Tickets. Influencer erhalten oft Freikarten oder kaufen sie in großen Massen, um sie zu verlosen oder ähnlichen. Dies kann es natürlich für echte Fans schwieriger machen, überhaupt an solche Karten ranzukommen. Auch die Störung des Spielgeschehens ist ein sehr, sehr valider Punkt. Denn Influencer filmen oder fotografieren auch oft, meistens auch zu oft und in ganz, ganz weirden Momenten das Spielgeschehen, was natürlich Fans auch einfach stören kann, wenn immer eine Kamera vor einen rumfuchtelt, wenn man sich eigentlich auf das Spiel konzentrieren möchte. Und man offensichtlich merkt, der hat eigentlich gar kein Interesse am Spiel. Der hat Interesse, die besten Momente einzufangen. Fehlende Fankultur. Auch das wird oft angekreidet. Kritiker bemängeln auch hier, dass Influencer oft nur am Event, am Spektakel und natürlich auch an der Selbstdarstellung interessiert sind und der eigentlichen Fankultur, der Leidenschaft überhaupt nichts entgegenzutreten haben, die überhaupt nicht teilen möchten. Und der letzte und mit der größte Punkt ist auch die kommerzielle Ausbeutung. Die Präsenz von Influencern im Stadion wird eben sehr, sehr oft auch als finanzielle Ausbeutung angesehen, da sie in diesen Videos auch oft Marken oder Produkte mit bewerben, die vielleicht erstmal damit gar nicht so viel zu tun haben oder gar keine Identifikation zum Verein, zum Spiel, zum Event, wie auch immer, beitragen. Wir müssen aber auch fair sein und uns mal die Gründe für oder die positiven Gründe von Influencern in Stadien anschauen. Und da natürlich die Reichweite und auch die Popularität. Denn Influencer können dazu beitragen, den Sport einer breiten Masse zu bieten und damit auch neue Fans für die Sportart oder auch den Club, der sie austrägt, zu bringen. Auch positives Image können sie auf jeden Fall vermitteln. Influencer können Image von Ligen oder Vereinen auch natürlich sehr gut aufpolieren und auch für mehr Einnahmen durch Außen sorgen, sei es durch Verkäufe, Spenden oder ähnlichen. Natürlich haben wir auch die freie Meinungsäußerung, denn es kann auch sehr problematisch sein, grundsätzlich zu sagen, du als Influencer darfst aufgrund deiner Berufsgruppe, was du hier machst, nicht hier rein, denn das ist an sich ein freier Raum. Und natürlich ganz wichtig, die unterschiedlichsten Interessen. Denn nicht alle Influencer sind echt. Einige davon sind wirklich echte Fans, die auch die Fankultur und Szene sehr zu schätzen wissen. Denn wer meinen Kanal schon länger verfolgt oder sich hier mal durchklickt, wird sehen, dass auch ich schon den einen oder anderen Stadionvlog vielleicht 3 bis 5 gemacht habe. Da war ich bei Spielen der SGD und ich habe auch mitbekommen, dass das wirklich sehr, sehr gespalten aufgenommen worden ist. Die einen sagen, geil, dass du was machst, ich konnte bei Spiel XY nicht dabei sein und so sehe ich einfach nochmal die Highlights und ich finde es gut, wie du das machst. Und die anderen, die sagen, wir haben keinen Bock auf dich, weil du eine Kamera in der Hand hast. Und das ist das, was ich schade finde, denn wie gesagt, nicht jeder ist gleich. Ich bin ein Sport, vor allen Dingen ein Fußballfan und ich weiß es zu schätzen und ich weiß wann, wie, wo und vor allen Dingen, wem ich filmen kann und wem ich eher nicht filmen kann. Und mir ist klar, dass da natürlich erstmal eine Angst entsteht, weil es gibt halt
halt die und es gibt halt die. Man ist aber erstmal natürlich vorsichtig, weil man mit dem Schlimmsten rechnet. Kann ich absolut verstehen. Aber natürlich habe ich eine ganz eigene Meinung dazu und die ist vielleicht auch etwas voreingenommen. Denn ich finde, es gibt dafür jetzt nicht die einfache Lösung, um das Problem anzugehen. Es ist hierbei eben wichtig, einen Dialog zwischen Verein, Fans und auch Influencer zu führen, um einfach eine Lösung zu finden, die für alle gleichermaßen gut ist. Natürlich habe ich auch ein paar Ansätze dabei, die dabei einfach auch helfen können. Auf jeden Fall würde ich ein Kontingent einführen für Tickets, die Influencer bekommen können. Dass wir irgendwo eine Grenze haben und sagen, das ist euer Kontingent, mehr nicht. Wenn das aufgebraucht ist, war es das eben. So kann man eben sicherstellen, dass nicht zu viele Tickets auf einmal nur an Influencer kommen, damit auch die wirklichen Fans, die das Spiel gucken, weil sie es einfach nur schauen wollen und den Verein supporten wollen, auf jeden Fall kein Problem haben, um an Tickets zu kommen. Das ist ganz klar. Ein Verhaltenskodex für Influencer wäre auch ganz gut. Den sollte man zwar schon aus, sage ich mal, Respektsgründen verinnerlichen, aber das haben manche nicht so drauf. Deswegen mein Punkt hier auf jeden Fall. Influencer sollten sich im Vorfeld beim Verein verpflichten, auf störendes Verhalten zu verzichten und der Fankultur mit Respekt entgegenzutreten. Und natürlich haben wir auch eine ausgewogene Berichterstattung, die hier definitiv erfolgen muss. Das heißt, Influencer müssen einfach allgemein Medien, sowohl die positiven wie auch negativen Aspekte der Präsenz von Influencern im Stadion einfach mal beleuchten. Und ich hoffe, ich habe das soweit heute ganz gut hinbekommen. Lasst mich eure Meinung dazu auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Ne? Was haltet ihr von Influencern im Stadion? Seid ihr dafür oder dagegen? Und welche Ansätze hättet ihr für dieses Problem? Würde mich mega interessieren. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr findet hier auch noch weitere Videos von mir. Checkt die gerne aus. Ansonsten vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Gönnt dem Video gerne ein Däumchen nach oben. Würde mich mega, mega freuen. Und wir sehen uns dann sehr, sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bis dann rein. Aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.